Schön, dass wir zusammengekommen sind und das 50. Jubiläum unseres Scheibenschützenkurses feiern. 50 Jahre, ist das lang, ist das kurz, all das ist relativ. Ist überhaupt jemand dabei, der damals den Gründern zählte? Aufzeichnen, sind noch einige dabei. Aber es ist die Minderheit. Das heißt, damals waren einige schon anwesend, viele, die damals dabei waren, sind heute nicht mehr unter uns. Wir leben hierbei, was Tradition bedeutet. Tradition heißt zu wissen, ich bin mit meinem Leben unterwegs und ich lebe etwas weiter. Ich stütze mich auch auf das, was andere angefangen haben, aber ich mache es dann, führe es weiter, lasse es leben. Und ich weiß, der Anfang ist mir geschenkt. Das gilt für das Miteinander im Chor, das gilt für unser Leben allgemein und wenn wir Gottesdienst feiern, schauen wir ja auf die tiefere Wirklichkeit unseres Lebens. Dank für das, was wir empfangen und Ermutigung für das, was wir weitergeben. Ich denke, da gibt es vieles, was uns bewegt, ganz unterschiedliche Eindrücke und Erlebnisse. Und die Schützen. Schenke uns immer ein frohes Herz, gute Gemeinschaft und ein friedliches Miteinander. Gott, unser Vater, wir bitten bitte dich, wir bitten dich für unsere Familien und Freunde, und alle, die unser Treiben beobachten. Ein guter Funken Hoffnung, Glaube und Liebe sollen überspringen und die Menschen begeistern. Gott, unser Vater, wir bitten dich, Herr Herr Herr
Liebe Scheibenschützen, heute dürfen wir endlich nach 50 plus 2 Jahren feiern. Es hat lange gedauert, aber endlich sind wir da und ich glaube, wir werden heute noch einen schönen Abend verbringen. So, die Stunde ist fast um. Damit ich nicht länger eure Zeit in Anspruch nehmen möchte. Und das wollen wir alle feiern, was die Scheibenschützen so gut können. Nun möchte ich das Mikrofon unserem Major und Schützenkönig Stefan Schütz übergeben. Ja, schönen guten Abend zusammen. An meinem 28. Hochzeitstag hatten wir hier Vogelschuss. Und Ziel der Planung war, dass wir im Jubiläumsjahr der Scheibenschützen als Regentenpaar unser Chor repräsentieren können. Kam nur alles ein bisschen anders. 2020 wurde aus bekannten Gründen abgesagt. 2021 auch. Und jetzt 2022 sind wir voll der Hoffnung, dass es jetzt wieder aufwärts geht. Der heutige Abend lässt uns da schon hoffen. Voll besetzter Biergarten der Erftruhe mit Marschmusik von der Kirche hier runtergezogen. Dabei schon mal vorab herzlichen Dank den beiden Jungs vom Jägerchor, die uns hier runter eskortiert haben. In den Anfangszeiten hatten wir die Züge Alte Artillerie, Blauer Mondach, Jachtenstädter, der Erftruhe, Junker. Und die wurden zahlenmäßig ergänzt, um die Chorstärke zu kriegen vom Fanfarenchor. Nachzulesen in schon Festschriften zum 25-jährigen Jubiläum, 40-jährigen Jubiläum. Wie Rolf eben schon sagte, als wir 83, also wir ist der Scheibenschützenzug der Simmer, eingetreten sind, da warst du stolz, wie Oskar Scheibenschützen zu sein und ich hoffe, das ist heute bei den Jungs auch immer noch so. Der heutige Abend, wir feiern uns erstmal selber. Wir treten also auch nachher keine Clowns auf oder irgendwelche Kabarettisten. Doch, das stimmt, Nachtraumglücklich noch. Aber wir haben gedacht, wir nehmen unsere Chorklasse heute, damit wir uns einen tollen Abend machen. Im Vorfeld, weil wir haben mit den Planungen vor 3 Jahren schon angefangen, im Vorfeld wurde also diskutiert, gut, jetzt kriegt jeder was zu essen, was machen wir mit den Getränken? Ja, da war zuerst Biermarken verteilen, pro Zug so und so viel und hast du nicht gesehen und wie verteilen wir das und dann irgendwann fängt an, wenn ihr eure Marken weg habt, selber bezahlen. Jetzt haben wir ja ein bisschen mehr gespart. Wir hatten ja 2 Jahre mehr Zeit, also wir haben quasi, das Chor hat den Keller voll Kohle liegen. So hat man uns jetzt in der glücklichen Situation sein, zu sagen, scheiß da uns drauf, Feuer frei, ne? Essen, Getränke, alles auf die Kasse. Die heute nicht da sind, haben Pech gehabt, die haben 2 Jahre bezahlt für nichts quasi. Ne? Aber wir hauen heute die Kasse auf den Kopf und machen uns heute einen richtig geilen Abend. So, jetzt muss ich mal kurz mein Programm ein bisschen umstellen. Natürlich müssen wir heute Abend auch Danke sagen. Ja, das gehört sich so. Ne? Erstmal danke ich den Herrschaften, den Kameraden aus unserem Vorstand für die tolle Planung und vor allen Dingen heute für den rasant schnellen Aufbau, der zum Beispiel nicht so schnell geklappt hätte ohne die Jungs von der Vivo Cover Bosch, die sich heute Morgen richtig viele Zeug geschmissen haben. Also wenn wir gewollt hätten, wären wir heute Morgen eine halbe Stunde fertig gewesen. Wir haben ein bisschen was gezogen, weil man muss ja auch gucken, ist das Bierteil halt genug. Ja? Steht der Anhänger richtig, dann wird alles geprüft und in Ordnung gebracht werden. Ja, genau, also. Jetzt habe ich noch einen Punkt, der mir besonders am Herzen liegt und der die letzten 3 Jahre ein bisschen untergegangen ist. Auszeichnungen verteilt der Major der Scheibenschützen ja nur selten, um genau zu sein, wer nicht gerade König ist, liegt ja dadurch ein bisschen mehr auszeichnet, aber nur auf unserem Chorfrühschoppen. Und heute Abend ist auch eigentlich kein Raum dafür vorgesehen.
Wir haben aber einen Kameraden unter uns, der pandemiebedingt ein bisschen untergegangen ist, weil wir halt keine Gelegenheiten hatten mehr, seine Tätigkeit im Chorvorstand entsprechend zu würdigen. Die meisten können, die Insider können sich schon denken, wovon ich rede. Mein Hauptmann Alex, zieh dir mal die Jacke an und tritt mir da vorne an. Jetzt weißt du, ich bin schon immer ein Feind von Doppelauszeichnungen gewesen. Also ich habe noch nie einen zweimal für den Regimentsorden vorgeschlagen. Und du hast, bis auf den hier, alle Auszeichnungen, die dem Regiment zu holen gibt. Du hast den persönlichen Oberstorden, du hast mehrere Regimentsorden. Du hast das silberne Hütchen. Jetzt habe ich mir überlegt, verdammt, was tust du mit Alex? Weil es gibt nichts, was der nicht noch schon hat. Und doppeln ist doof. So, von daher darf ich Sven jetzt erstmal weg. Hm, aus. So, das heißt, wir fangen erstmal damit an, dass wir dem Alex eine Auszeichnung abnehmen. Sven, montiere mal das Hütchen vom Revier. So, das silberne Hütchen ist weg. So, ich habe mir gedacht, worüber könnte Alex sich freuen? Eine Auszeichnung, die bis jetzt erst einmal im Scheibeschützenturm vergeben wurde. Der Alex ist mit Geld nicht zu bezahlen, aber in Gold aufzuwiegen. Und von daher, Alex, möchte ich dir heute Abend unser Hütchen in Gold verlangen. So, ja, ihr könnt ja gleich noch alle gratulieren, ist gut. Du möchtest ihn sofort antworten. Aber ja. Hochwerte Majestäten, Herr Major, ich bin ein bisschen überrascht und sprachlos letztendlich. Mein Werdegang über die vielen Jahre im Chor und die 30 Jahre als Geschäfts- und Schriftführer des Chors, so war genau die Funktionsbezeichnung. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Ich bin damals 1991 sehr spontan vorgeschlagen worden, nachdem der Generationswechsel im Chor in einer Chorversammlung im März in der Erftruhe, natürlich in unserer Heimat der Scheibenschütze in Saal 1, vollzogen worden ist. Und ja, man kommt oftmals spontan zu irgendwelchen Dingen, die man dann ja, über 30 Jahre gemacht hat. Wenn man dann sowas hört, fragt man sich, wo die 30 Jahre geblieben sind. Es waren unbeschreibliche Jahre, tolle Erfahrungen. Ich bin sehr beeindruckt, Stefan. Vielen Dank dafür. Fühle mich sehr geehrt. Nehme das gerne an und danke euch allen für eine gute gemeinsame Zeit. Ich bin jetzt zwar noch Zuführer, aber auf anderer Ebene weiter tätig. Und wir sind eine große Schützenfamilie und da bin ich stolz drauf, ein Teil davon sein zu dürfen. Dankeschön. Bravo. So, ihr habt es noch nicht ganz überstanden. Ich melde mich gleich nochmal, aber jetzt erst wollte unser Freund Bertram noch ein paar Worte an euch richten. Dankeschön. Verehrte Majestäten, sehr geehrte Damen, liebe Scheibenschützen, liebe Ehrengäste, liebe Gästinnen und Gäste, Gender muss heute sein. Also wir freuen uns sehr über die Einladung hier nach Bebelhofen in die Erftruhe zur Nachfeier unseres 50. Geburtstags und möchten euch uns als eigentlich unserem größeren Bruder, wobei natürlich Qualität und Quantität, das die Diskussion wäre es nicht. wobei, wir möchten bei euch herzlich gratulieren und die Glückwünsche zu eurem Jubiläum aussprechen. Wir wünschen euch eine gute Zukunft, auch mit dem Chorkarneval, auf den Stefan Zucker gerade hingewiesen hat. Eine geniale Veranstaltung, bei dem gnadenlos mit den Unarten der Scheibenschützen abgerechnet wird. Und wir freuen uns auf die Vertiefung der Freundschaft anlässlich des Schützenfestes in Bebelhofen. Und vorher sehen wir uns hoffentlich
auf der Kirmes in Langwagen mit einer qualitativ hohen und quantitativ nicht ganz hohen Abordnung aus Kurs. Herzlichen Glückwunsch zu eurem Geburtstag. Ihr seid meines Wissens das größte Schallmusiker im Kreis. Alles Gute für eine gute Zukunft. So, danke Bertram für die netten Worte. So, ich hatte eigentlich vorhin schon fertig. Darf jetzt ankündigen, Essen ist fertig. So, wir haben heute dafür schon mal vorab meinen herzlichen Dank, weil ich habe das jetzt nicht auf Cola zurückgezogen, weil ich ja noch ein paar Worte sagen wollte und dem nicht den Sitzungspräsidenten geben wollte. Also, Firma Petri hat angerichtet. Es gibt Live-Barbecue mit allen möglichen, also für Veganer ist es blöd heute Abend. Doch, es gibt noch ein paar Salate, haben wir auch dabei. Ne? Aber ansonsten, alles, was vier Beine hat und kein Tisch ist und so weiter, liegt auf dem Grill. Ich wünsche euch guten Appetit. Der Daniel, kennen wir alle noch, mit tatkräftiger Begleitung, macht uns nachher ein bisschen was Musik. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Ne? Aber geht alles. Ne? Und wünsche uns allen jetzt einen tollen Abend. Ne? Ich sag mal, anständige Leute gehen im Hellen nach Hause, das heißt, ihr habt noch ein bisschen Zeit, ne? Aber gleich wird dunkel und wenn es dann wieder hell wird, machen wir Feierabend, mal gucken, was die Afro dazu sagt oder die Nachbarschaft. Wünsche euch viel Spaß zusammen, war gefreut und guten Appetit zusammen. Wir stellen uns jetzt einen Fehler rein auf, weil das haben wir nicht gebacken gekriegt. Also. Wir haben heute den Zahn der Wehrorte.